Mein Name ist Walburga Seidel und ich arbeite seit 23 Jahren in der Steiermärkischen Sparkasse. Ich bin dort verantwortlich für Risikomanagement und Finanzen, für Compliance, Recht und für die interne Revision. Ich habe vor 23 Jahren begonnen als Kundenbetreuerin in der Filiale in Eckenberg und heute bin ich Mitglied des Vorstands. Und in diesen 23 Jahren, da ist natürlich so einiges passiert und da gibt es eine Geschichte, an die erinnere ich mich sehr gerne, weil die für mich was ganz Besonderes war. Das ist sehr, sehr lange her und ich war damals auch noch sehr jung. Es ging um eine große Aufgabe. Die Sparkasse hat damals überlegt, eine Bank in Slowenien zu kaufen. Und es ging darum, dass man vor Ort diese Bank analysieren musste und bewerten und auch überprüfen, welche Risiken damit verbunden sein könnten. Und naja, nach langem Hin und Her ist die Auswahl dann auf mich gefallen und ich war extrem aufgeregt. Also es war so ein richtiger Adrenalinschub. Und naja, bevor es dann losging, wurde ich auch noch zum Big Boss gerufen und habe mir gedacht, ja, der wird mir jetzt die letzten Anweisungen geben und ich war da, wollte mich top vorbereiten. Ich habe alle Ziffern, alle Zahlen inhaliert, ich habe stundenlang recherchiert über das Land und über das Marktumfeld und. Ich habe mir ein wirklich anspruchsvolles und herausforderndes Gespräch erwartet. Und ich wollte einen guten Eindruck machen. Und als es dann soweit war, da hat mich mein damaliger Chef zum Big Boss begleitet und wir durften dann ins Vorzimmer mal hinein. Seine Assistentin hat uns begrüßt und wir durften Platz nehmen und warten. Und wir warteten. Und ich war damals richtig aufgeregt. Mein Herz hat gebockt. Das ist schon sehr lange her. Und plötzlich ist dann die Tür aufgegangen und der Big Boss ist hereingekommen. Mein damaliger Chef ist aufgesprungen und hat überschwänglich gegrüßt. Ich bin auch aufgestanden und wie mich der Big Boss dann erblickt hat, hat er mich angeschaut und hat gesagt, und Sie sind die Seidel? Und ich habe halt genickt, ja. Und dann hat er weitergefragt und Sie gehen also nach Slowenien. Da habe ich dann schon ein leises Ja herausgebracht und dann hat er mich gefragt, trauen Sie sich das zu? Da habe ich gesagt, ja. Und ich habe mir gedacht, jetzt geht's richtig los. Jetzt wird er mich hineinbitten in sein Büro, er wird mir viele Fragen stellen, seine Rede halten und seine Erwartungen mitteilen. Es kam alles ganz anders. Nichts von all dem ist passiert. Er sagte nichts. Er streckte mir seinen Arm entgegen und er drückte meine Hand ganz fest. Hat mir tief in die Augen geschaut und hat mich angelächelt. Und das Einzige, was er gesagt hat, war, na dann, alles Gute und viel Erfolg. Und weg war. Für mich war es etwas Besonderes, weil es mich damals extrem motiviert hat. Ich bin dann ganz stolz zurück an meinen Arbeitsplatz. Bin ein paar Tage später voll motiviert nach Slowenien gefahren und ich habe diese Aufgabe zur vollsten Zufriedenheit aller sehr gut erledigt. Und das ist deshalb was Besonderes für mich, weil es in den vielen Jahren in der Steiermärkischen Sparkasse immer wieder solche Menschen gegeben hat, die an mich geglaubt haben und die mir etwas zugetraut haben. Und das hat mir sehr, sehr dabei geholfen, meinen Weg hier zu machen. Das war eine Führungskraft bei uns im Haus, die, ich würde jetzt einmal sagen, nicht immer besonders bequem ist, aber die mich immer wieder so intelligent gestört hat. Also aus meiner Komfortzone hinaus gedrängt hat, mich gefordert hat und mir Aufgaben gegeben hat, an denen ich wachsen konnte. Und das habe ich sehr, sehr geschätzt. Mir gefällt es, dass man Führungskräfte nicht nur jetzt aus ihrer Rolle heraus kennenlernen kann, sondern auch den Menschen dahinter.
Geschichten sind etwas, das verbindet alle Menschen, Menschen aller Generationen. Geschichten sind immer interessant und es macht einfach das Ganze runder, menschlicher und ist sehr nahe am Leben und das gefällt mir. Ja, ich würde sagen, sie ist reduziert auf das Wesentliche, auf das, worum es wirklich geht. Sie ist einfach eine Leuchte. Und zum Zweiten, sie gefällt mir einfach.